Ja, hallo ihr Lieben, klasse, dass ihr wieder reinschaut und man soll ja im Leben immer ein Konzept haben und besser noch, wenn man einen Konzepttopf hat aus der Wollserie. Die Konzepte für hier, klasse, das ist jetzt mal Edelstahl und das sind Allherdtöpfe, das heißt, die gehen auf jeden Herd, Induktion, Gas, Elektro, ganz egal. Und das Tolle hierbei, der Deckel, das ist klasse, das wäre jetzt hier die Kochposition, wenn man Nudeln, Kartoffeln kocht. Das wäre Dünsten, Dämpfen, Garen und praktisch, habt ihr schon gesehen, hier die Parkposition. Und wenn ihr dann nachher irgendwie Nudeln mal abschütten wollt, einfach hier den Deckel festhalten, dann kann man das Ganze so abschütten und braucht da kein Sieb mehr. Rundum klasse. So, wir wollen uns heute, wenn ihr Lust habt, einen Hühnereintopf machen. Wenn jetzt der eine oder andere sagen, Scheiß, kennen wir schon. Logisch kennen das viele, aber es gibt auch viele, die holen sich Dosensuppen und kennen es nicht. Und genau dafür machen wir das. Und da seht ihr mal vielleicht ein bisschen was anderes. Ich habe jetzt hier im Topf drin schon gut 600 bis 700 Gramm Hühnerbrustfilet klein geschnitten. Wir machen es also nicht von dem ganzen Suppenhuhn. Das ist mir einfach zu aufwendig und da habe ich nachher zu viel Abfall dran, zu fettig, die Haut, die Knochen brauchen wir nicht. Also wir machen es so. Dann geht das jetzt ganz schnell. Den Herd schalten wir schon ein. Zack. Fünf Zwiebeln geschält, die kommen da ganz mit rein. Und so wie wir das hier machen, ist das nachher, wenn alles fertig ist, verkocht. So, kochen, da habe ich jetzt schon mal Wasser vorbereitet, nämlich gut 1,7 Liter sind da drin. Schon vorgekochtes Wasser geben wir rein, dann ist der Topf nachher schneller auf Temperatur auch. Braucht ja doch immer so ein bisschen, wenn man jetzt kein Induktionsherd hat, so wie ich, dauert es halt immer ein bisschen. Aber das macht ja überhaupt nichts. So. Und da geht es halt schneller mit. Lassen wir erstmal nachgießen, kann man ja immer noch. Jetzt die Gewürze, also Huhn und Gemüse, was wir gleich noch reingeben. Da haben wir hier Karotten klein geschnitten, schon Lauch. Und das Weiße, was ihr hier seht, das ist kein Sellerie, das ist Petersilienwurzel. Den Sellerie, den geben wir hinterher noch dazu, den habe ich noch im Gefrierschrank. Da habe ich nämlich von einem halben Sellerie die Hälfte genommen, klein gewürfelt, schon eingefroren. Den kann ich dann nachher gefroren reingeben. Und wie gesagt, würzen müssen wir es. Da habe ich hier 2, 3 Löffel von dieser klaren Gemüsebrühe. Das ist glutenfrei, also ohne Geschmacksverstärker, auch kein Hefeextrakt von den Hermann-Gewürzen. Das ist eine klasse Sache. Das geben wir mal da rein. Man kann natürlich auch sagen, brauche ich alles nicht, ich nehme jetzt nur Salz, aber ist so ein bisschen einseitig. Dann habe ich hier frisch gemahlenen Pfeffer, ein bisschen Chili. Das geben wir auch noch dazu. So, wunderbar. Dann geben wir noch da rein. Schaut mal hier, Kurkuma, Kurkuma. Nicht zu knapp. So, und natürlich eine klasse Sache, immer auch gesund. Thymian. So, was mir diesmal leider ausgegangen ist, das ist der Majoran, aber das macht nichts. Da kann man ersatzweise auch ein ganz bisschen Oregano dazu nehmen. So, das war's schon. So, jetzt das Ganze einmal so ein bisschen verrühren, dass sich das auflöst, die Brühe. Schau mal, jetzt kriegt das schon ganz tolle Farbe. Schon durchs Kurkuma sieht das klasse aus. Was ihr da letztendlich reingebt, da könnte noch ein Ingwer mit rein oder anderes Gemüse zum Schluss, das ist ganz egal. Das bringen wir jetzt hier auf Temperatur, lassen das dann eine Stunde bei kleiner Temperatur köcheln und dann kommt das Gemüse nochmal rein für eine Stunde. Und zum Kochen lässt den Deckel jetzt nicht so drauf, sondern so drauf. Da bleibt die Hitze drin und das Ganze köchelt nachher. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das Gemüse da reingeben. Und natürlich, ihr habt schon gesehen hier, der Knoblauch, der darf auch hier nicht fehlen. Ja, ihr Lieben, das duftet schon richtig gut nach Suppe. Und das soll ja ein Eintopf werden. Der hat jetzt gut eine Stunde auf kleiner Stufe, auf Stufe 1 geköchelt. Jetzt nehmen wir das Deckelchen ab. So. Haben wir ja hier wieder die praktische, ne, da sieht man das schön. Und die Zwiebeln, da werdet ihr euch wundern nachher, die verschwinden nachher total im Gemüse, die lösen sich quasi auf und zerfallen da drin. Und da hat man natürlich schon alleine nur durch die Zwiebeln eine unglaublich gute und gesunde Sache. So, jetzt nehme ich den Deckel aber trotzdem einmal runter, damit man das besser sieht. Wenn wir das Gemüse reingeben, da habe ich ja gesagt, ich hatte Sellerie noch eingefroren. Das ist hier mein eingefrorener Sellerie. Das ist halber Sellerie, klein geschnitten. Den geben wir jetzt einfach ganz da rein. Der taut ja auf. Also solche Sachen nie vorher auftauen. Das wird nichts. Das matscht und das könnt ihr also vergessen. Der kann jetzt hier gleich schön in das kochende Wasser.
So, und jetzt das Gemüse rein. Wenn euch da was überbleibt, das ist gar nicht schlimm. Das könnte man dann noch einfrieren. Ah, da bleibt aber nichts über. Guck mal, das haben wir doch toll abgepasst. Wunderbar, alles drin. So, die Petersilie, da schneiden wir nachher was drüber, wenn die Suppe fertig ist. Und jetzt kommen natürlich, jetzt verrühren wir das Ganze mal. So, und dann kommen die Knoblauchzehen noch da rein. Die dürfen nicht fehlen. Die verschwinden nachher auch ganz in der Suppe, da merkt man nichts mehr von. Und das Ganze lassen wir jetzt einmal aufkochen und dann wieder gut eine Stunde auf kleiner Temperatur ziehen. Decken wieder zu. Und dann kommen da noch ein paar Fadennüdelchen rein, ein paar Suppennudeln. Und das Ganze wird geteilt. Deswegen steht hier schon der zweite Topf. Das fülle ich einfach ab, dass man da zwei Portionen drauf, also vier Portionen insgesamt. Zwei hier, zwei da. Und den kann man ja dann schön im Kühlschrank aufbewahren. Dann sehen wir uns gleich. Ja, ihr Lieben, Essen ist fertig. Und schaut mal, so sieht's aus. Unser leckerer Hühnereintopf aufgeteilt habe ich ihn schon. Der große Topf ist schon wieder sauber. Das ist der kleine 20er. Der hat übrigens 2,5 Liter. Der große Topf hat 5 Liter. Und von diesen Konzepttöpfen gibt es ja ganz viele. Das gibt es von der Stielkaserolle von 1,5 bis den großen 24 gibt es nochmal höher mit 6 Litern. Also da ist die Auswahl. Müsst ihr einfach mal schauen im Wallshop und nochmal was drin war. 5 Zwiebeln haben wir reingegeben. 5 mittlere Zwiebeln, 5, 6 Knoblauchzehen sind drin. Gut 600 Gramm Hühnchenbrustfilet. 1 Kilo Mohrrüben, eine Stange Lauch, halbe Knolle Sellerie und eine schöne Petersilienwurzel. Alles natürlich freilaufend aus artgerechter Haltung. Und dann natürlich die Gewürze und habe eine tolle Farbe bekommen. Und jetzt kommt noch natürlich der Rest. Schau mal, da habe ich hier von der Petersilie. Dann machen wir einfach, schneiden wir uns hier, ne, einfach so ein bisschen drüber, weil das muss einfach sein. Erstmal sieht das klasse aus, zack, zack, und hier auch nochmal. Und natürlich gesund. Die Zwiebeln, hatte ich ja versprochen, die sind ganz verkocht, die findet man also nicht mehr wieder da drin. Der Knoblauch genauso. Und es riecht fantastisch, und wenn es so schmeckt, wie es riecht, dann haben wir ein leckeres Essen. Schaut mal, so sieht es aus. Unser winterlicher Hühnchen-Gemüseeintopf. Ich hoffe, das hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen und bei meinem lieben Freund Antonio für die Arbeit und für die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.